Hallo meine Lieben, willkommen zurück. Ja, zu Stellaris natürlich, Leute. Jetzt überlegt euch mal, denkt mal drüber nach, wie wäre das, wenn wir wirklich Kontakt hätten zu einer außerirdischen Zivilisation, oder wenn, ja, wenn die eben zu uns kommen würden, und diese Zivilisation, die wäre uns, ich sag mal, weit überlegen. Könnt ihr euch vorstellen, wie sowas ablaufen würde? Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich sag euch mal was. Wenn die so weit fortgeschritten sind, ja, dann hätten die bestimmt eine Möglichkeit, uns zu entdecken. Durch Radiowellen. Oder was auch immer. Ja? Oder indem sie, so wie wir das machen, Planeten entdecken, ganz weit draußen. Ja? Die eventuell Leben beherbergen. Und dann würden die da irgendeine Sonde hinschicken. Und diese Sonde wird wahrscheinlich robotisch sein, vermute ich mal. In der Art und Weise. Irgendwie sowas, ja. Vielleicht haben sie auch eine Möglichkeit, wie wir es jetzt entdeckt haben mit der Quantenverschränkung. Vielleicht über große Entfernungen. Weiß ich nicht, ob das geht, ja. Die Quanten zu verschränken und Informationen dann in Echtzeit zu übertragen, unabhängig von der Lichtgeschwindigkeit. Jetzt nur mal so. Ja. Und dann würden die zu uns kommen. Wir würden das gar nicht bemerken. Weil die Möglichkeiten hätten, sich quasi unerkannt zu bewegen bei uns, und wir die einfach nicht entdecken könnten. Wir hätten da keine Möglichkeit. Und dann würden die sich über uns informieren. Die würden unsere Sprache lernen, die würden unser Verhalten lernen. Die wüssten, wie wir aussehen. Die wissen unsere Geschichte, unsere Kultur. Die wissen alles. Die wissen alles. Okay? So. Und jetzt haben wir ja selber KI erforscht. Oder sind dabei, die zu erforschen. Die teilweise schon ziemlich menschenähnlich agieren kann. Ja. Und das ist für uns eigentlich nicht mehr unterscheidbar. Auch mit Deepfakes und so weiter. Wie sollen wir da irgendwas unterscheiden? Ja. So. Die können das aber auch, aber halt, die können das viel besser. Die sind uns so weit fortgeschritten. Und dann würden sie anfangen, uns in gewisser Weise, ich sag mal, zu unterwandern, weil die ja in Echtzeit dann zu uns kommen könnten. Die müssten gar nicht da sein. Wir würden die auch nie zu Gesicht bekommen. Wir wüssten nicht, wie die aussehen. Warum sollten sie sich auch zu erkennen geben? Ja? Alles, was man über die wüsste, wäre ja eine Schwachstelle. Ja? Die wir ausnützen könnten. Es ist so brutal. Wir wüssten das gar nicht. Die wären einfach hier und dann würden die unsere Medien lenken, unser was auch immer lenken. Und jetzt kommt das Geile. Die würden vielleicht uns gar nicht irgendwie kaputt machen oder unsere Entwicklung bremsen. Muss nicht mal unbedingt sein, ja, dass wir dann alle verblöden oder sowas, sondern dass sie vielleicht unsere Forschung in eine Richtung lenken, die in eine Sackgasse führt oder die immer ein bisschen zweitklassig sein wird und niemals im Ansatz an ihre überlegene Forschung rankommen könnte. Und währenddessen schicken sie vielleicht Raumschiffe schon zu uns, ja. Entweder schicken sie so Generationenschiffe, große, ja, fliegende Städte, was auch immer. Und ob das dann, keine Ahnung, 200 Jahre, 400 Jahre dauert, wie lange auch immer dauert, ist ja egal. Irgendwann kommen sie an bei uns. Ja. Was auch sein kann, sie schicken so ein Raumschiff zu uns und entwickeln in der Zwischenzeit einen schnelleren Antrieb, und das schnellere Raumschiff überholt dann das ältere Raumschiff. Ja, auch möglich. Ist ja alles möglich. Und dann kommen die zu uns. Und wir sind überhaupt nicht vorbereitet auf irgendwas. Weil wir es ja nicht wussten. Ja? Und dann kommen die und sagen, Leute, so und so sieht's aus. Tschüss. Wir übernehmen den Planeten. Wir brauchen den. Der ist besser. Ja. Was denkt ihr? Wäre das eine Möglichkeit, dass ein Kampf vielleicht so aussieht und wir einfach gar nichts machen können? Das ist nicht so, dass wir im Weltraum irgendwie eine große Raumschlacht führen. Ja? Eine Raumschlacht kann man führen mit zwei Parteien, die gleich stark sind von mir aus. Da kann man das machen. Ja? Oder wie im Zweiten Weltkrieg oder so, oder im Mittelalter, Schwert gegen Schwert, Maschinengewehr gegen Maschinengewehr, Atombombe gegen Atombombe. Aber nicht mit einem Gegner, den man nicht kennt, den man nicht einschätzen kann. Der nimmt uns einfach alles. Und wir haben gar nichts mehr und wir können nichts dagegen tun. Wir merken es nicht mal. Wahrscheinlich würden wir den sogar noch feiern. Als Erlöser oder so.
Ja, da gibt es ja dann die verschiedensten Varianten, was man da sich ausdenken könnte. Ich glaube, in so einem Kampf hätten wir keine Chance. Und damals, als diese Sonde ins Weltall geschickt wurde, mit dieser goldenen Platte, wo die Menschen drauf sind und wie wir aussehen, ja, ich glaube auch Musik war dabei und Bilder waren dabei und unsere Körper, die menschlichen, ein männlicher und ein weiblicher Körper und halt auch unsere genaue Position im Sonnensystem. Ja. Ich glaube, dass das vielleicht nicht so gut war, das rauszuschicken. Weil es vielleicht nicht jeder wissen muss, wo wir sind. Nur mal so. Ja. Andererseits, wenn das überhaupt irgendwann mal jemand findet, dann weiß der noch, wir waren hier. Wir haben gelebt auf der Erde. Wir waren da. Ja. Wir waren eine Zivilisation. Wir haben uns entwickelt. Und ja. Der weiß, was aus uns geworden ist, aber es gab uns. Das ist natürlich auch interessant. Sollte halt nur niemand finden, der irgendwas Böses im Schilde führt oder der die Möglichkeit hat, uns halt einfach auszulöschen und zum Planeten wie uns halt einfach einzunehmen. Ja. Ja. Aber da kann ich noch ganz viel drüber, ganz viel, ganz viel drüber erzählen. Was wir machen, wir spielen Stellaris. Leute, Entschuldigung, ihr müsst es skippen. Vielleicht mache ich auch einen Zeitstempel rein, wann es losgeht. Und das ist nämlich jetzt, meine Freunde. Wir haben einen untätigen Anführer. Wer tut nichts? Der Forschungsleiter, der tut nichts. Der faule Sack. Braucht noch ein Forschungsschiff. Und ich glaube, wir haben ein Forschungsschiff im Bau. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir ein Forschungsschiff im Bau. Genau, noch 3 Tage. Jawohl. Und bumm, da ist unser Forschungsschiff. Und wir können es auch gleich bemannen. Es ist. Wo ist es? Die USS Pioneer. Geiler Name, oder? Geiler Name. Na dann, also. Forschungsleiter. Daniela Riveros. Alter 29 übernimmt das Kommando über die USS Pioneer. Leute, es ist ein verdammt gutes Spiel. Allein das gefällt mir schon, das zu sagen. Die USS Pioneer. Geil. Wir gehen nach Barnard Star. Das irritiert mich. Ich muss auf die Sterne hier gehen. Erkunden. Okay. So. Jetzt haben wir unser Konstruktionsschiff Danube. Das würde ich mal ein bisschen angucken. Interessiert mich, wie das aussieht. Oh ja. Das ist unser Konstruktionsschiff. Aber hier steht dran ECS Horizon. Okay. Es wäre natürlich auch geil, gell? Wenn auf den Schiffen dann immer der Name auch irgendwie draufstehen würde. Das haben wir ja im Star Trek I have Online-Rollenspiel. important information for you. Oh, er wieder. Okay. Mir ist zu heiß. Mir ist zu kalt. Ihr seltsamen Wesen mit euren wimmernden Schreien. Weil ihr einen bewohnbaren Teil der Galaxie zum Leben sucht. Wisst ihr nicht, wie selten es ist, eine Welt zu finden, die eurer eigenen gleicht? Jetzt könnt ihr euch darüber beschweren, dass ein Planet entweder zu heiß, zu nass oder zu kalt für euch ist. Ich bin sicher, wenn ihr von einer kalten Welt kommt, ist es euch egal, ob sie eisig oder arktisch ist. Genauso wird sich jemand, der von einer heißen Welt kommt, keine Gedanken darüber machen, ob die Wüste Oasen oder nur verbranntes Gestein hat. Das bedeutet, dass bewohnbare, kolonisierbare Welten jetzt in heiß, gemäßigt, polar oder, wenn du eine kristalline Lebensform bist und etwas Besonderes sein willst, in Dämon eingeteilt werden. Wobei es ihre Einzigartigkeit behalten. Ja, Mann. Geil. Gute Idee. Gute Idee. Q. Kontinuum. Ich bedanke mich. Mächtige Q. Okay. So, wir haben aber jetzt ganz viele Mineralien. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Die Luna-Kolonie. Wie sieht es denn da aus, Freunde? Was ist denn das hier? Grenzkrankenhaus. Haben Sie es ja. Also, das ist ein bisschen popeliges Bild, oder? Na gut, okay. Also, wir kriegen keine. Leute, wir kriegen keine Arbeitsplätze mehr durch Distrikte. Das haben wir ja letztes Mal gelesen. Wir kriegen dann wahrscheinlich vermutlich mal Bauplätze, indem wir Bauplätze haben. Und auf den Bauplatz können wir was setzen. Das gucken wir mal. Wir können hier alles Mögliche machen, aber tatsächlich kriegen wir nur neue Bauplätze. Ich hoffe mal, natürlich durch Forschung oder durch hier eben durch die Kuppelstadt. Dann werden wir wohl eine Kuppelstadt bauen müssen, würde ich mal sagen. Und wir brauchen aber auch 50 von den Würfeln und die kostet einen Würfel Unterhalt. Was ist der Würfel? Der Würfel ist Wassereis. Ah, wir brauchen also Wassereis. Ja, voll interessant. Das bauen wir mal natürlich gleich hin. Und auf der Erde, da haben wir genug Bauplätze noch. Sehr gut. Und da haben wir einen verfügbaren Job. Und was für ein Job ist es, den wir da haben? Da haben wir den Job vom ein Techniker. Ja, cool. Der produziert mal ordentlich Credits, wenn er denn wächst. Und dann wächst er. Er wächst ja nicht großartig. Doch. Mit 1,16 im Monat wächst er. Okay, cool. Na dann. Immerhin wächst mit 1,16. Dann müssen wir jetzt hier auch noch nichts bauen. Wir brauchen immer auch Leute, die da leben. Oder wir würden sie halt abziehen von einem anderen Beruf. Ja?
Wir würden dann sagen, gut, alles klar, du bist jetzt hier kein Minenarbeiter mehr, ja, oder kein Landwirt. Nein, du bist, ja gut, eigentlich könnten wir einen Landwirt, Landwirte könnten wir abziehen. Das könnten wir denn bauen. Fusionsreaktoren, uiuiui, drei Technikerjobs. Wäre natürlich auch geil, gell? Haben wir aber schon, wir haben schon einen Fusionsreaktor. Eins von drei, aber wir können höchstens drei Fusionsreaktoren haben, interessant. Wir könnten einen Handelsjob machen, Handelszentrum machen. Ein Händlerjob pro 10 Bewohner. Handelszentren ermöglichen es dem Spieler Latinum gegen eine Reihe möglicher importierter Waren zu tauschen. Aha. Aha. Da können wir dann mit dem Handelszentrum geil. Da können wir dann uns selber raussuchen, was wir gerne hätten. Ja, voll gut, Leute. Mann, voll gut. Und eine Legierungsschmiede? Das könnte man eigentlich auch machen. Oder ein Minennetzwerk. Ein Minennetzwerk, Polizei. Sternenflotten, Geheimdienst, Hauptquartier. Oha. Leute. Aber ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir das Sternenflotten, Geheimdienst, Hauptquartier dahin bauen würden, oder? Das machen wir auch, Freunde. Ja, Mann. Wir bauen das Sternenflotten, Geheimdienst, Hauptquartier und jetzt haben wir schon wieder keinen. Oh je, Kupedia. Das Q-Continuum strotzt nur so vor Wissen und hat ein neues Mittel eingeführt, das den SpielerInnen, aha, Spielerinnen und Spielern, finde ich besser als SpielerInnen. Ja, so wie man es halt früher gemacht hat. Ich bin kein Fan vom Gendern, aber gut. Die vielen einzigartigen Funktionen zu spielen. Blablabla. Die Q-pedia enthält das kollektive Wissen der Q mit praktischen Fragen zur Funktionsweise. Ja, das wäre in Ordnung. Und wo ist es? Wenn du den Hilfebereich öffnen musst, wende dich über den Reiter Kontakte an Q. Ah, über den Reiter Kontakte an Q. Moment. Ja, Pause, Pause, Pause. Bleib mal kurz stehen. Kontakte an Q. Aha. Aha. Cool, okay. Ja. Eben, okay. Ach, wie schön, oder? Wie schön. Ist also Kontaktereignis ausstehend. Haha. Ich erinnere mich doch an diese verdammte Folge, erinnere ich mich noch. War das nicht sogar im Kinofilm? Contact established with Al-Rijil. Our diplomatic teams have established contact with Al-Rashil. With communications established, we can proceed with further interaction, but our diplomats warn us that this species are content with life on their home planet and do not appear to be engaging beyond the home system. Okay, 42 Einfluss. Our presence in the galaxy has not gone by unnoticed. Ja, so ist es. Ja, cool. Okay, dann können wir doch mit denen mal reden, oder? Würde ich mal vorschlagen, dass wir das machen. Gucken mal ganz kurz Kontakte. Da, das sind sie. Keine Infos. Diplomatie. Hör zu. Mit Grüßen. Ich komme mit Grüßen von dem unumstrittenen Herrscher von. Aha. Respektiert unsere Grenzen, haltet euch aus unseren Angelegenheiten heraus, dann werden wir unsere mächtigen Flotten vielleicht einen Besuch eurer Welten. Aha, na gut, dazu. Was sind warpfähige Spezies? Braucht man nicht. Switch to regular diplomatic window. Reichstyp ändert sich zu static primitive. Das Ereignis tritt in 30 Tagen ein. Arrange second contact. Would you be willing for one of our scientists to visit your planet? Ja, voll cool, oder? Jetzt frage ich mich. Verachtenswerte Neutrale. Das zersplittert die Nationalstaaten. Ja, Raumfahrzeit. Aber wir können einfach mit denen mal reden, oder? Einen zweiten Kontakt? Ich weiß nicht, was ein zweiter Kontakt bedeutet. Erstkontakt, klar. Aber Zweitkontakt? Aber Regular Diplomatic Window, das machen wir einfach. Wir machen das hier. Switching Window Style to the Default Diplomatic Window. Okay. Machen wir mal. Testen wir. Leute, das ist Voyager-Thema, was gerade im Hintergrund kommt. Das ist fast mein Liebstes. Meine liebste Musik. Ich muss immer lachen, das ist halt geil. Alec, wie am Arsch, Mann. Hammer. Okay. Also wir können mit denen gerade nichts weitermachen. Okay, cool. Oh Mann, Leute, wie schön ist das denn, ey?
Gut, Moment, wir können jetzt hier aber zu dem Planeten mal gehen. Und dann können wir Proxima Centauri 2. Hot! Eine glühende Welt. Das holen wir uns doch mal, oder? Liegt nicht innerhalb unserer Grenzen. Das ist mir schon klar, deswegen möchte ich das ja bauen. Freunde, ich möchte das ja hier bauen. Wie baue ich eine Raumstation hier dann? Oder gehört es denen, wir können da nicht hin? Lee ist nicht vollständig erkundet. Ja, schon klar. Ja, okay, dann warten wir mal noch ein bisschen. Das ist ja auch nicht vollständig erkundet. Das gucken wir mal. Ist alles noch unerforscht. Wir können ja nur in erforschten Systemen uns was holen. Okay, verstehe ich. Macht ja Sinn. Einladung zu Nichtsangriffsversprechen. Die Vulkanier und die Tellariten. Sehr gut. Ich muss lachen, das ist halt einfach schön, Mann. So, ne, hier auf der Sternenbasis werden wir auch noch ein Modul bauen. Und zwar, hier gibt es eine ganze Menge mit Flottendepot, Rüstungsplatten und so weiter, Handelsdepot. Was wir machen, was uns jetzt interessiert, das ist das Solarmodulnetzwerk. Produziert nämlich 6 Energy Credits. Das bauen wir. Ja, und da unten Sirius ist auch interessant auf jeden Fall. Ein Klasse M0 Planet oder MO, ich glaube M0. MO heißt es wohl. Wird interessant. Okay, Leute. Technology discovered. Okay, da rauscht irgendwie die Musik wieder. Gut, wir können jetzt den Materiefabrikator bauen und Industriedistriktverbesserung, Legierungsproduktion. Das ist auch immer so ein Ding, ja? Increases Alloys by 1%. Und was ist 1%? Ich finde das immer ein bisschen popelig. Aber gut. Okay, hört zu. Diese Einrichtungen erlauben dir, Komponenten in Massen herzustellen, was zu reduzierten Kosten und Bauzeiten führt. Okay. Könnt den optischen Computer machen, verstärkte Kraftfelder oder Subraumdifferentialsensoren. Ja. Verstärkte Kraftfelder würde mich irgendwie reizen. Optische Computer. Computerpfad ist auch nicht blöd, aber wir machen Schilde. Leute, wir machen defensive Kraftfelder. Okay. Und hier unten? Was machen wir hier? Ah, wir können Chemosit abbauen. Haben wir nicht Chemosit irgendwo? Das ist nicht Chemosit? Das ist Chemosit. Im Sol-System sogar, Leute. Das machen wir auf jeden Fall. erhöht auch den Torpedosprengstoff-Schaden. Das machen wir. Wir möchten ja gerne Geld verdienen, wo es nur geht. Okay. Kloster auf Pajam. Die Vulkan, heilige Welt von Pajam, erscheint vielen auf der Erde wie ein Paradoxon. Das Volk von Vulkan behauptet von Natur aus logisch zu sein und Aberglauben zu meiden. Im Herzen ihrer Kultur gibt es jedoch eine Reihe von Ritualen und Glaubensvorstellungen, die eindeutig religiöser Natur sind. Indem wir eine kulturelle Mission in die heilige Welt von Pajam entsenden, können wir unsere Nachbarn vielleicht besser verstehen. Entsenden Sie eine kulturelle Mission? Wir haben andere Probleme. Nee, entsenden Sie eine kulturelle. Log updated. Machen Sie das. Gut, wir brauchen jetzt ein Forschungsschiff vor Ort. Wo müssen wir hin? Hier ist Pajam, okay. Da müssen wir ein Forschungsschiff hinschicken. Dann würde ich doch mal sagen, dass wir hier den Sirius erkunden und danach das Spezialprojekt untersuchen. Aber Sirius machen wir jetzt schon fertig. Und Kappa Phonakis machen wir dann ein anderes Mal. Leute, ich habe auch so Bock, mir ein Teleskop zu besorgen, den Himmel anzuschauen nachts. Das wäre einfach richtig mega, mega cool. Leute, das Leben ist so schön, voller Erfahrungen und Möglichkeiten, die man machen kann. Man muss es nur tun. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich sagen soll, Leute. Einfach gut. Boah, Alpha Centauri ist halt auch ein fettes Ding hier. Der erforscht schon, oder? Ja, wir erforschen schon. Brauchen wir nochmal ein Forschungsschiff? Construction complete. Sol hat die Baureihe beendet. Im Space Dock, aha. Sehr gut, sehr gut. Die Solarmodule sind fertig. Was bauen wir hier? Wir können das interstellare Rekrutierungsbüro bauen.
der Pause machen. Sprachwissenschaftler, Headhunter, Entdecker. Sie alle arbeiten hier zusammen, um potenzielle Talente im All zu suchen. Wir könnten diese berühmten Anführer rekrutieren, damit sie unserer Sache dienen. Kostet uns zwei Energy Credits. Ja. Bauen wir, Freunde. 720, das sind 2 Jahre. 2 Jahre Bauzeit. Ja, machen wir. Gucken wir auf die jungen Mars-Kolonie. Da haben wir keinen freien Arbeitsplatz mehr. Oha, na dann müssen wir gucken. Okay. Rekrutierungsakademie ist auch so eine Geschichte. Die bringt zum einen diese Flottengröße ist groß. Ja. Kostet aber 12 Lebensmittel und 12 Mineralien im Monat. Gar nicht mal so günstig. Und gibt uns aber 10 ausgebildete Offiziere im Monat. Haben wir momentan genug? Aber kann man ja nie genug haben. So, der Materiefabrikator, der produziert 6 Mineralien und kostet 10 Credits und hat einen Job von Wartungstechniker. Der macht noch eine Sozialforschung, eine Forschung, 4 Energy Credits. Also kostet uns quasi nur 6. Okay, finde ich jetzt nicht so stark, um ehrlich zu sein. Ja. Aber hier natürlich, die Legierungsschmiede ist halt schon stark, gell? Und Fusionsreaktoren ist halt auch geil, gell? Ja, Fusionsreaktoren ist halt auch stark. Geschäftsviertel. Lass mal hier ein Geschäft. Und wir haben halt auch hier viel für Geschäftsviertel. Aber für Industrie hätten wir auch eine ganze Menge. Ah, mal gucken, der Mars. Ich würde einfach mal sagen, dass wir tatsächlich auf die Legierungsschmiede gehen. Ja, wir gehen auf die Legierungsschmiede. Das wird, Leute, das Spiel wird geil. Das, oh Mann. Leute, was habt ihr da gemacht? Ihr Modder, hä? Ihr habt ja dann ein Hammer-Ding rausgehauen. Geil. Gut, 4 verfügbare Jobs. Agenten des Geheimdienstes der Sternenflotte. Da sind wir schon fertig, nämlich. Ja. Und Production ist ganz ordentlich. Wir können maximal 16 Distrikte haben. Und wir haben 4 Distrikte bislang. Technology discovered. Okay. Machen wir das mal weg. Migrationsabkommen, Vulkanier und Tellariten. Gut. Leute, wir erforschen hier halt auch mega langsam, gell? Also wir erkunden die Sternensysteme ganz langsam. Und das geht so nicht, Leute. Wir erkunden viel zu langsam. Das heißt, wir brauchen nochmal ein Forschungsschiff. Ja, wir brauchen nochmal ein Forschungsschiff. So. So. Und was haben wir erforscht? Wir haben den fortschrittlichen Wasseraufbereiter erforscht. Ja, voll cool. Der produziert nämlich 3 Wasser. Kostet 24 Credits. Meine Güte, du. Ein bisschen heftig. Aber Import Water Ice, da können wir das Wasser importieren und da haben wir ja We are Starports, okay, aber haben wir nicht auch gesehen, dass es auf der Erde das Gebäude gibt, wo man das importieren kann? Denke ich schon, oder? Gut, was können wir jetzt machen? Ein Bunkernetzwerk. Ich glaube nicht, dass wir uns jetzt einbunkern müssen. Müssen wir nicht unbedingt machen. Wir können Luxusgüter importieren. Oder? Divisionshauptquartier? Milizakademie. Gut, ey. Leute, wir machen die planetare Administration. Gut. Leute. Was erleben wir hier für ein geiles Spiel? So. Nur der Ton rauscht aus irgendeinem Grund. Das habe ich bei Stellaris schon mal gehabt, bei irgendeiner Staffel, dass die Musik da gerauscht hat. Verteidigungsminister Tian Zhu ist Stufe 2. Okay, mein Freund. Er regiert die Erde. Jetzt gucken wir mal, er regiert die Erde. Energy Credits plus 10%, Handelswert plus 15% oder Blocker entfernen. Ja, ist nicht so wichtig. Wir machen Energiemanager. Ja, er ist Energiemanager geworden. Ah, da können wir das einstellen. Ja, zeig mir alles. Immer. Immer gut, immer alles zeigen. Okay, gut. Und wir forschen weiter. Achtung. Wir brauchen einen neuen Anführer. Da gibt es jetzt auch 2. Da gibt es den mit dem Erfahrungszuwachs oder den, der hier mehr forschen kann.
Steve Buchanan oder Huan Zhao? Jetzt frage ich mich. Council Agenda ready. Komm, wir nehmen ihn. Ja. So, mein Freund. Und du wirst jetzt bitte. Dann bitte ich darum. Du wirst nach Kappa vor Nazis. Ratsagenda bereit. Okay. Unendliche Möglichkeiten. Erlasse anzeigen. Da haben wir jetzt. Anomaly detected. Aha. Wir haben keinen Erlass gemacht. Alpha Centauri A, 4A. Ja, komm, erforsch das mal. Jetzt. Stopp, stopp, stopp. Und wir haben doch genug Kohle, Leute. Wir haben 55 Erlassfonds, den können wir auch die nutzen. Forschungszuschüsse. Forschungsgeschwindigkeit plus 5%. Produktion der Forscher plus 10%. Okay, oder Erstkontaktprotokolle. Fähigkeitsstufe plus 1. Entdeckungsgeschwindigkeit, Erstkontakt plus 4%. Na, nicht so stark. Befestigung der Grenze, Sternbasenkapazität plus 2. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann nutzen wir das mit den Forschungszuschüssen. Und Befestigung der Grenze, die machen wir an. Eventuell machen wir auch die Erstkontaktprotokolle an eines Tages. Genau, hier müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Ja, wie wir das hier uns angucken. Also Eugenik und so weiter. Ja, ja. Wir lassen es jetzt so. Achso, die Ratsagenda kann aktiviert werden. Oh, nein, ich hab sie aktiviert. Wollte doch gucken. Was haben wir? Unendliche Möglichkeiten. Zufriedenheit, Staatsbürger plus 4% und dann Zufriedenheit, Staatsbürger plus 10%. Auch gut eigentlich. Aber was haben wir noch? Wir hätten noch mehr Einigkeit oder eine neue Council-Position. Erweiterung des Rats. Oh. Oh. Aber wir brauchen jetzt, glaube ich, nichts Neues. Wir hätten einen. Ich weiß gar nicht, was da jetzt käme, um ehrlich zu sein. Wir machen Erweiterung des Rats. Alles kommt anschließend. Erweiterung des Rats kommt anschließend. Okay, haben wir eingeloggt. Jetzt weiter. Okay. Mars, wir können upgraden. Die Mars-Kolonie. Außenstellenzentrale können wir auf Verwaltungskomplexe upgraden. Da kriegen wir viel mehr Reviere, mehr Bauplätze, Dienstleistungen, Wohnungen. Ja, machen wir. Alles. Dauert ein Jahr, bis wir das haben. Anomalie. Was ist das für eine Anomalie? Irgendwo unter der kahlen und leblosen Oberfläche dieses Mondes haben wir Lebenszeichen entdeckt. Welche Art von Organismus wohl dort überleben kann? Vielversprechender Kandidat, Captain Erika Hernandez, hat während seines Kommandos außergewöhnliches Talent bewiesen und wurde für das Admiralitätsamt auserwählt. Echt, ist das so? Technology discovered. Pause. Guck mal an. Admiralität. Wir haben gar keinen Admiral. Wir haben Forschung, wir haben das und... Ja gut, okay, wir haben keinen Admiral. Ob noch wird es Admiral sein? Das wird General sein, vermute ich mal. Gut. Haben wir auf jeden Fall jetzt nicht. Ja, gucken wir uns mal ganz kurz noch an. Die gute Hernandez. Wo ist sie? Nein, 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 nein. Nein. Erika Hernandez, Alter 31, Belastbarkeit und schnell wieder Sturm. Gut, ich würde aber trotzdem zu Carlos Ramirez dann tendieren, der ist ja viel besser, oder? Na gut, okay. Und wir haben die Luxusgüter importieren erforscht. Das ging eigentlich jetzt auch relativ schnell. Mir kam es zumindest schnell vor. Okay, mir kam es schnell vor. So. Pharmazeutische Fabrik, medizinische Außenposten für Mitglieds. Starten. Oh, da können wir Cortrazin produzieren. Hört sich gut an. Cortrazin sagt mir nichts, aber hört sich gut an. Ja. Gut, und wir sind in Kappa von Nazis angekommen. Da wird hier schön geforscht und auch, also verrückt, Alpha Centauri. Plus 23 Befehle. Alpha Centauri ist ein brutales Sternensystem. Ich sag's euch, Leute, brutales Ding ist das. Und Bernard Star, auch ein brutales Ding. Neido. Silizium-Lebensformen. Unter der kargen Oberfläche von Alpha Centauri A, 4A,
gibt es ein weitreichendes Tunnelnetzwerk, in dem eine Art von unterirdischer, siliziumbasierter Lebensform lebt. Soweit wir das sagen können, ernähren sich die Kreaturen von Felsen. Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass sie über eine rudimentäre Form von Intelligenz verfügen. Durch ihre Tunnelgraberei haben sie große Mengen wertvoller Mineralien an die Oberfläche geschoben, führt ein antikes Bergwerk hinzu. Uiuiui. Okay, ja gut, immerhin. Das gibt dann drei. Warte, da ist unser Schiff, oder? Und scannt alles. Es gibt dann drei Mineralien in dem System dazu, okay. Premierminister Nathan Samuels, Level 2, er ist Premierminister. Mal Anführereigenschaft Angst. Stopp. Angst ist Flottenkapazität minus 10%. Was? Dieser Anführer ist nervös und ängstlich. Große Raumschiffformationen zu kommandieren überfordert ihn schnell. Eieiei. Oder er ist prinzipientreu? Aha. Stabilität plus 4. Gut. Entschlossenes Handeln. Also das funktioniert wohl nicht, oder? Machen wir prinzipientreu. Ja. Und Physikforschung ist auch erledigt, Freunde. Jetzt hör zu. Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit plus 25% ist auch gut. Proteinresequenzierer. Eieiei. Produziert ein Essen und kostet 10 Mineralien, aber gibt auch einen Beruf noch mit... Boah, ich finde es auch mega schlecht, um ehrlich zu sein. Mega schlecht. Und den Jojodyn, Pulsfusionswarp-Antrieb. Den machen wir mal, den Jojodyn Pulsfusionsantrieb. Würde ich mal sagen. Ja. Oh, play. Initiating communications. Kommen halt überhaupt nicht voran. So, vulkanischer Horrorrat, Unabhängigkeit garantieren. Vulkanischer Horrorrat sieht die fortwährende Unabhängigkeit von Vereinigter Erde als Vorrecht an. Wir sind darauf vorbereitet, uns formell dieser Sache zu widmen. Effekte? Vulkanischer Horrorrat garantiert unserem Reich die Unabhängigkeit. Werden wir angegriffen, eilen sie uns automatisch zur Hilfe. Machen wir. Ja. Machen wir. Wir geben halt auch richtig viel den Einfluss aus, gell? Das ist jetzt alles nicht so. Aber gut. Wir sind ja keine Kriegstreiber. Erstkontakt in Wolf 359. Ach du Kacke, Lambda Aliens. Was kommt da an? Was bist du für einer? Gut, ich kann ihn nicht zuordnen. Näher kriegen wir ihn auch nicht ran. Auf jeden Fall was Harmloses. Na gut. Wir haben in Wolf 359 Erstkontakt mit den Lambda Aliens gestartet, na dann, okay. Gucken wir mal, wen wir dann nehmen. Ey, jetzt warte doch mal. Warte. Wir nehmen hier an Artym Goshina, der macht es. So, Kloster auf. Hier, so. Die Nachricht, dass der vulkanische Hohe Rat seine heiligen Stätten nutzte, um verdeckte Abhörposten zu verbergen. What? Hat sich schnell verbreitet nach dem Angriffstamen der Andorianen Elite-Truppe, Lambda Aliens. Und eine Einrichtung unterhalb des Vulkanklosters angegriffen hatte. Der Ruf von vulkanischer Hoher Rat im gesamten Quadranten hat gelitten. Während die Sympathie für Lambda-Aliens gewachsen ist. Ach, die haben in ihrem Kloster Abhörposten oder was? Ja, ihr seid ja welche. Ja, brutal. Dann bin ich mal gespannt, wer die Lambda-Aliens sind. Sehr gespannt. Und Forschungsleiter Daniela Riveros, Stufe 2, sehr gut. Gut, Anführereigenschaften, ja. Daniela Riveros, zeig mal, ein Auge für Talent, Erfahrungszuwachs plus 10%. Als Ratsmitglied, sie ist Forschungsleiter, das ist aber gut. Ja, das ist in Ordnung, und als Ratsmitglied, das passt schon. Und wir können jetzt hier wieder, das können wir gucken. Neue Sterneinrichtung, Verkehrsregelung. Was? Leistungsstarke Navigationsphalanxen ermöglichen eine präzise und kontrollierte Navigation bei Unterlichtgeschwindigkeit durch ein Sternensystem.
Kommando-Aura. Verbessert die Geschwindigkeit von Raumschiffen innerhalb eines Sonnensystems. Oh, geil. Das sind witzige Sachen, die sind gut. Leute, die sind gut, aber schaut mal hier, wir können den leichten Kreuzer halt erforschen. Das würde ich vielleicht machen. Ja. Neptun-Überholung. Aus der Verbesserung des Emmet-Typs entstand die Warp-2-fähige Neptun-Klasse, die zukünftige Basis für Brücken- und Maschinenraumkonstruktionen bildete. Ja. Wir machen die Neptun-Klasse, Leute. Construction complete. Ja, Construction complete. Earth Space Dock. Oh, Earth Space Dock. Wir haben das interstellare Rekrutierungsbüro. Haben wir 2 Jahre jetzt rumgekriegt? Ehrlich? Ja, voll gut. Also das läuft jetzt auf Hochtouren. Ja. Kostet uns 1,92 Credits. Aber wir haben jetzt eine weitere Anführeralternative und alle Anführer haben Erfahrungswachstum von 10% und wir kriegen den berühmten Anführer vielleicht. Wie James T. Kirk zum Beispiel, oder? Kann das sein? Geil, oder? Leute, mega, mega, mega. Das war's für die Folge, das war's. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben es noch nicht geschafft, irgendwas zu erforschen. Wir haben jetzt 4 Schiffe draußen. Wir erforschen, aber wir werden einfach nicht fertig. Brutal. Leute, brutal. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.